So, funktioniert das? Wunderbar. Nachdem ich hier das Mobiliar ein bisschen zurechtgerückt habe, darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Diejenigen, die gestern Abend schon dabei waren, zum zweiten Mal. Die, die heute Morgen erst dazugestoßen sind, ganz herzlich zu diesem Teil der Veranstaltung, in der wir hoffentlich ein bisschen kontrovers diskutieren. Ich musste die beiden eben im Vorgespräch schon bremsen, weil sie gleich anfingen zu diskutieren, sich schrecklicherweise auch in ein, zwei Punkten schon gleich einig waren. Das werde ich versuchen dann zu hintertreiben, damit wir so ein bisschen Schwung in die Debatte bekommen. Mein Name ist Petra Pinsler. Ich freue mich, wir haben eben besprochen, wie wir es machen. Jetzt als erstes dem Herrn Schuhknecht, der aus dem Finanzministerium kommt und damit in gewisser Weise verantwortlich ist für einen Afrika-Plan, einen, wie man böserweise sagen könnte, der vielen, die die Europäer mal wieder für Afrika entwickelt haben. Er wird uns erklären, warum der anders ist als alle anderen vorher, nehme ich an, Herr Schuhknecht, und warum der gut ist. Und dann kriegen wir von David Ndii die Antwort und wir werden Sie natürlich mit in die Debatte nehmen. Also Herr Schuhknecht, was ist toll an Ihrem Plan für Afrika? Ja, danke. Oh, sorry, eine Sache noch. Ich habe eben vergessen, Herr Schuhknecht wird jetzt ganz kurz auf Deutsch reden, oder nein, wir haben hin und her überlegt. Wem würde es Probleme machen, wenn wir sofort ins Englische hinüber switchen? Besser Deutsch? Okay, dann fangen wir mit Deutsch an und dann werden wir hinterher in der Debatte aufs Englische rüberschwenken. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin und zum Thema Compact with Africa sprechen kann und diskutieren kann. Das wird, glaube ich, eine spannende Session. Ich sag gleich zu Anfang, es geht um den Compact with Africa und nicht for Africa. Das ist ganz bewusst so gewählt, weil es hierbei nicht um eine weitere Initiative der Europäer oder des Westens für Afrika geht, sondern um eine gemeinsam entwickelte Strategie, die im G20-Kontext, Deutschland hat ja dieses Jahr die G20-Präsidentschaft und ich bin der Deputy, also der Stellvertreter im Finanzbereich. Und da haben wir in den vergangenen Jahren im G20 schon lange über die Wichtigkeit von privaten Investitionen diskutiert und die Voraussetzungen für das Funktionieren von privaten Investitionen global und in den G20-Ländern gesprochen, gearbeitet. Und diese Arbeiten haben dazu geführt, dass wir dass eine ganze Reihe G20-Länder ihre Rahmenbedingungen für Investitionen angepasst haben, um es attraktiver zu machen, dass private Investoren tätig werden. Und dabei geht es nicht, vor allen Dingen nicht um ausländische private Investitionen. Das Wichtigste sind die inländischen privaten Investitionen. Ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen sich so sicher fühlen und so viel Vertrauen haben, dass sie auch als kleine oder mittlere Unternehmen vor Ort, lokal investieren und damit Erfolg haben. Und das führt zu Jobs und Wachstum. Die Initiative im G20-Kontext mit Afrika hat also dieses Ziel, die Rahmenbedingungen für Investitionen zu verbessern und damit Jobs und Wachstum zu erzeugen. Und es hat einige ganz wichtige Elemente. Das erste ist, es sind afrikanische Länder, die zu uns gekommen sind, die zu G20 gekommen sind und gesagt haben, sie würden da gerne mitmachen. Keines der Länder, die jetzt bei dieser Compact with Africa-Initiative mitmacht, ist von uns dazu gedrängt worden oder dazu aufgefordert worden. Es gibt jetzt eine erste Gruppe von 5 Ländern, die bereits seit Baden-Baden, seit März mitmachen. Und es wird 2 weitere Länder geben geht es nicht? Keine? Vielleicht mit den anderen Mikrofonen? Okay, gut, also ich spreche mal weiter. Es gibt eine erste Gruppe von 5 Ländern und 2 weitere Länder kommen jetzt hinzu. Wir haben ja in 2 Wochen eine große Konferenz hier in Berlin zu dem Thema. Und das ist schon mal der erste Unterschied. Der zweite und sicherlich sehr wichtige Punkt ist, dass es um einen gemeinschaftlichen, einen partnerschaftlichen Ansatz geht, das sich auch in dem Begriff Compact widerspiegelt. Es geht darum, dass
afrikanische Länder, die bei dieser Initiative mitmachen, Reformen durchführen, um die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern. Aber es geht auch darum, dass internationale Organisationen ihre eigenen Praktiken und ihre eigenen Aktivitäten mit den Ländern abstimmen, untereinander abstimmen. Und die dritte Gruppe hier in dieser Partnerschaft sind die bilateralen Beziehungen, die bilateralen Partner der G20-Länder oder von Nicht-G20-Ländern. Also es geht darum, statt Fragmentierung, was ja bisher ein großes Problem von jeder Entwicklungszusammenarbeit war, hier zu mehr Koordinierung und Kooperation zu kommen. Und die drei inhaltlichen Bereiche, in denen diese Partnerschaft oder dieser Compact entwickelt wird, sind einmal die makroökonomische Stabilität, dann das Business Environment, also das Geschäftsumfeld für private Investitionen, und dann das Finanzumfeld, das Financing Environment. In diesen Bereichen entwickeln die Länder selbst oder bestimmen die Länder selbst, wo sie aktiv werden wollen, und binden dabei dann die internationalen Organisationen und bilaterale Partner mit ein. Und ganz konkret sieht das so aus, dass wir in Baden-Baden eben die erste Gruppe von Ländern hatten, die da gesagt haben, jawohl, sie wollen das machen. Das waren Côte d'Ivoire, Senegal, Tunesien, Marokko und Ruanda. Und jetzt in einer zweiten Gruppe werden Ghana und Äthiopien dazukommen. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Länder, die Interesse bekundet haben, aber wo die Gespräche mit den internationalen Organisationen über die Erwartungen, die sie haben und ob das das Richtige für sie ist, noch laufen und wo die dann vielleicht später dazukommen. Und jetzt sind in den vergangenen Monaten, haben diese Länder ihre Compacts entwickelt, zusammen mit den internationalen Organisationen, und werden die in Berlin vorstellen. In Berlin ist vor allen Dingen ein politisches Treffen, wo die afrikanischen Finanzminister und die Entwicklungsminister und die G20-Minister zusammen mit den internationalen Organisationen und diese Initiative auch politisch begleiten. Und dann gibt es am zweiten Tag einen großen Investor-Roundtable und eine große Konferenz mit Investorentreffen, wo die afrikanischen Vertreter mit den internationalen Organisationen, mit bilateralen Partnern und den Investoren zusammentreffen, um konkret zu diskutieren und den Investoren auch konkret nahezulegen, dort in Afrika, in den Ländern tätig zu werden. Wir haben zu diesem Team, um das quasi in die Praxis umzusetzen, hat G20 angeregt, dass die afrikanischen Länder mit den IOs und den bilateralen Partnern sogenannte Country Teams formieren. Nicht? Das ist auch etwas, was es noch nie gegeben hat, dass die internationalen Organisationen mit den afrikanischen Ländern und den bilateralen Partnern in einem Team arbeiten. Bisher lief das alles immer fragmentarisch, so zwischen dem deutschen Entwicklungsministerium und Ghana. Das ist ja auch gut so. Aber es war alles unkoordiniert und traf nicht zusammen. Und die Begleitung durch Investoren ist auch eine ganz andere, wenn man diesen gesamtheitlichen Ansatz hat und wenn sozusagen das G20 dahinter steht und man weiß, das ist eine Chance, wo Länder selbst ihre Situation verbessern wollen. Das ist gleich was ganz anderes, als wenn wir zu deutschen Investoren zum Beispiel hingehen und denen sagen, jetzt reden wir da mit einem Land und sie sollen doch da mal hingehen. Aber hier geht es im Wesentlichen darum, dass wir als G20-Präsidentschaft nicht Geld geben, um die zusammenzubringen oder mehr Geld geben oder billiges Geld geben, sondern im Wesentlichen geht es darum, dass wir Facilitator sind, dass wir eine Plattform schaffen, wo die afrikanischen Länder, die in dieser Initiative teilnehmen wollen, mit Investoren in Kontakt treten können, um dann die Investoren zu überzeugen, in ihrem Land zu investieren. Und das sind nicht nur eben Europäer, das sind Asiaten, das sind Afrikaner, das ist eine ganz internationale Truppe. Und das Ziel ist eben so ein Virtuous Circle zu erzeugen, wie nennt man das im Deutschen, so eine positive Dynamik zu erzeugen. Eine positive Dynamik zu erzeugen, wo dann die wirtschaftliche Entwicklung mit Investitionen vorangebracht wird. Und das wird natürlich auch, und so als letzte Randbemerkung, dass heutzutage spielen natürlich neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch die institutionellen und die politischen Rahmenbedingungen eine große Rolle. Und damit entsteht natürlich auch Druck, in diesen Bereichen Fortschritte zu machen.
Funktioniert das Mikro? Ganz herzlichen Dank für die Einführung, auch dafür, dass Sie in der Zeit geblieben sind und uns damit Zeit geben, tatsächlich miteinander zu diskutieren. Ich habe aber ganz konkret tatsächlich doch noch zwei kurze Nachfragen. Ich weiß, Sie vertreten hier das Finanzministerium, trotzdem sind Sie ja in gewisser Weise auch der Vertreter der Bundesregierung. Es gibt ja tatsächlich noch den einen oder anderen Plan. Sind die miteinander abgestimmt? Haben die was miteinander zu tun? Oder ist das, was das Wirtschaftsministerium macht und das, was das Entwicklungsministerium macht, sozusagen deren eigener Brei und das passt eigentlich nicht wirklich zueinander? Also wir sind nicht so diplomatisch antworten. Ja, wir sind. Also die Frage ist sehr gut, weil meine Antwort eigentlich das Problem und auch die Lösung widerspiegelt. Es ist tatsächlich so, dass in der Vergangenheit die Ministerien alle so vor sich hingewurstelt haben und jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Eine vernünftige Koordinierung gab es nicht. Aber mit dieser Initiative haben wir diese Koordinierung, setzen wir die gerade um. Und der Marshallplan ist quasi parallel entstanden. Er geht in vielen Elementen über die Compact-Initiative hinaus, weil Compact with Africa, da geht es um private Investitionen und um deren Finanzierung. Es ist also ein Segment der ganzen Entwicklungszusammenarbeit. Aber in diesem Bereich wird auch der Marshallplan sozusagen helfen, um die bilateralen Beiträge oder die bilaterale Kooperation von Deutschland mit den Compact-Ländern zu unterstützen. Weniger diplomatisch vielleicht auch noch das BMWI hat ja eine Pro-Afrika-Papier geschrieben, da kommt das Wort Compact nicht vor. Ja, das ist dann entstanden, als wir noch mit dem alten Denkansatz unterwegs waren, aber jetzt beginnen wir auch mit dem BMW zu reden, dass die auch sich in diese Koordinierung mit einbringen. Also wir sind genau an diesem Schnittpunkt. Bevor ich die zweite Nachfrage stelle, haben Sie noch ein Mikrofon, ein Handy, weil wir nämlich Störgeräusche in der Übersetzung haben? Das wird sein. Das ist es, wenn Sie das einfach, reicht es, wenn man es zur Seite legt? Ausmachen wäre noch besser, geht das? Oder müssen Sie auf den Anruf Ihres Ministers im Zweifel? Aus, stumm schalten. Ich meine, Sie könnten es ans Publikum weitergeben. Ja. Da muss ich mal eben gucken, ob es stumm ist. Ne? Also Barbara Unnüssig, ich nehme es gerne. Ausschalten. Ich mache es aus. Okay. So, aus. Super, wunderbar. So, soll ich jetzt meine Rede wiederholen, oder? Jetzt ist besser, ne? Jetzt brummt nichts mehr. Wunderbar. Nein, ich glaube, es ist angekommen. Aber Sie können Sie vielleicht noch ganz kurz ergänzen durch die Frage der Koordinierung mit diesem Ding, das da Europa heißt und ja auch immer Pläne hat und all den anderen, die noch Pläne haben und den Plänen, die Afrikaner ja selber haben mit 2063. Ja, genau. Die Initiative ist natürlich voll auf der Linie von den 2030 Sustainable Development Goals und der afrikanischen 2063er Initiative. Also ich würde das zumindest so sagen. Ich bin gespannt, ob das alle anderen auch so sehen. Und die europäische Initiative, die Europäer haben ja jetzt eine Menge Geld ins Fenster gestellt mit ihrem External EFSI oder das hat einen anderen Namen, das Ding. Wir nennen das immer so External EFSI, weil es ähnlich ist wie der Juncker-Fonds, wo öffentliches Geld bereitgestellt werden soll, um Privates zu leveragen. Das war natürlich zunächst auch nicht mit dieser Initiative abgestimmt. Aber das Timing ist perfekt, nicht? Weil der Grund, warum diese Initiative jetzt gestartet war, waren ja auch die Erkenntnis, dass wir Afrika und die Zusammenarbeit mit Afrika und afrikanischen Ländern nicht so weitermachen können wie bisher. Also die 50 Jahre wenig erfolgreiche Politik. Ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt einfach gut, das zu ändern. Okay, now I would actually like to switch the language. Ja, jetzt würde ich gerne aufs Englische übergehen. Ja, wie sieht's aus mit Ihrer Sicht dessen, was Sie gerade... Wir hatten ja diese kurze Debatte vor der Podiumsdiskussion. Die Frage, was Afrika braucht, eine völlig falsche Frage ist. Warum ist es die falsche Frage? Und was braucht Afrika? Vielleicht braucht Afrika gar nichts. Braucht so eine Art von Plan? Da ist ein Mikrofon für Sie. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich es auch kurz fassen kann. Ja, hoffe ich auch.
Ich fange mal mit dem großen Bild an, damit Sie verstehen, wo meine Argumentation herkommt. Ich bin aus diesem Geschäft raus gewesen vor 15 Jahren. Ich bin nicht im Loop. Ich weiß aber immer noch, was Sie diskutieren. Aber Sie haben diese gelesen. Ja. Ich hatte gesehen, dass das immer noch funktioniert in dieser Welt, dass immer noch so läuft. Ich komme aus der politischen Welt. Ich bin Mitte in einer Präsidentenwahlkampf für die kenianische Opposition und hoffe, dass wir die Wahl gewinnen und was anderes machen können. Wir wissen doch alle, dass Afrika ein sehr turbulentes 20. Jahrhundert und das hat in Berlin angefangen, dieses turbulente 1884. Und wir sind da natürlich immer sozusagen ein bisschen skeptisch, wenn wir hören Initiativen für Afrika. Wenn sie von außen kommen, wenn sie sich dann diese Dokumente anschauen, dann fragen sie sich, was? Kann man das heute noch sagen? Das war meine erste Reaktion. Um in die Perspektive zu setzen, wie weit wir auseinander sind. Wegen der Sprache oder wegen des Inhalts der Dokumente? Inhalt, Sprache, was auch immer. Und schon die Tatsache, dass sie überhaupt geschrieben worden sind, diese Dokumente. Ja. Das bedeutet nämlich, dass wir noch weit entfernt sind. Und viele Leute wie ich, die sehr einflussreich sind, sind überhaupt nicht auf dieser Perspektive. Zweitens, dann gucke ich zurück und dann schaue ich mir die Weltwirtschaftskrise an, über die Griechenland-Krise, die Brexit-Diskussion, Trump, Marine Le Pen, Fünf-Sterne-Bewegung, passiert ja jede Menge in Europa, im Westen, Krise einer alternden Demografie. Und dann frage ich mich, wo haben die europäischen Führer die Zeit? Die sollten doch globale Probleme lösen. Warum haben Sie Zeit, dass es Zeit für Afrika ist? Es gibt viel wichtigere Probleme, um die man sich kümmern sollte. Und wenn man das Thema Migration reinschmeißt, wird dadurch nicht ein afrikanisches Problem oder Thema. Und dann frage ich mich, worum geht es da überhaupt? Und dann schaue ich mir das an und sage, aha, das gab wieder ein 1989, das Ende des Kalten Krieges, auch wieder Berlin. Und das war sehr monumental für die Deutschen, aber auch für Afrika, dieses Ereignis. Die Kräfte, die dadurch sozusagen freigesetzt wurden, Ende des Kalten Krieges, Globalisierung, das waren die Kräfte, die Afrika weggetrieben haben von Europa. Ganz natürlich. Wir denken nicht an Europa. Da gab es dann eine, also was hier für Chatham House. Europa ist nicht unsere Zukunft. Das ist unsere Grundlage und da wollen wir auch nicht hin. Keine Referenz, nicht ein Modell, nicht ein Förderer. Ja, Europäer sind nett. Teil einer globalisierten Welt zu sein, die nicht eurozentristisch ist, ist für uns eine Befreiung. Ja, wenn jemand sagt, dass Kolonialismus noch da ist, ja, das ist sozusagen Globalisierung. Man muss nicht Teil der westlichen Hegemonie sein, die über 50 Jahre nur Diktatoren produziert hat. Und es ist also keine Überraschung, als der Kalte Krieg begann, diese politische Transformation in Afrika angefangen hat. Und dann fragen wir uns, was stört denn jetzt nun Europa und den Westen? Und dann denkt man, okay, Europa und der Westen scheinen zu leiden
von einem sozusagen einem Machtkater, also Kolonialkater und einem globalen Hegemoniekater. Ich dachte, die Amerikaner haben diesen globalen Hegemoniekater. Ja, aber das sind die Dinge, die meiner Meinung nach die Triebkräfte für diese Initiative sind. Und es gibt noch weitere Opfer, nämlich die internationale Entwicklungsbewegung. Und deren Problem ist eine Krise der Relevanz. Dann schaut man sich die Dokumente an. Das sind da wirtschaftliche, politische Reformen, Schaffung eines förderlichen Umfelds. Das war vor 15, 20 Jahren das Thema, als wir für die Weltbank gearbeitet haben, ich für die Weltbank gearbeitet habe. Es gibt kein Land in Afrika, keine Regierung, dann ist das marktorganisiert, wenn da Wirtschaftswachstum gibt. Der Staat hat da nichts mit zu tun. Aber das spiegelt wieder diese Institution. Die haben jetzt ein Problem. Die sind sozusagen da gestrandet in diesem Konstrukt. Was braucht Afrika? So gefragt, das ist eine ganz andere Sache. Die andere Frage in diesem Paradigma, eine falsche Entwicklungstheorie, eine gescheiterte Entwicklungstheorie, und die hat zwei Punkte, Fehler. Einmal Industrialisierung, die Idee, dass Entwicklung und Industrialisierung Synonym sind, was man also hier hört. Von einigen Kollegen, Wirtschaftswissenschaftler und so weiter. Oh, Afrika wächst sehr schnell, aber es ist nicht industrialisiert, das ist ein Problem. Die Einkommen steigen, aber das ist nicht industrialisiert, Afrika. Karl Popper nannte das das Problem des Historizismus, denn das passiert so und da passierte es anders. Und da ist es mal passiert und deswegen muss es immer so passieren. Ein zweites Problem ist diese Idee, was man hier den kapitalistischen Fundamentalismus nennt. Die Idee, dass Entwicklung durch Investition getrieben ist, durch neues Kapital. Und jeder, der ein bisschen Idee hat von Wirtschaftswissenschaft, weiß, dass das nicht stimmt. Investment kommt mit der Entwicklung, aber verursachen sie nicht. Die meisten Studien, die das angeschaut haben, sagen, dass es umgekehrt ist. Sozusagen Entwicklung treibt Investitionen. Und im Zusammenhang damit, und das finden Sie auch in diesem Dokument, ist, weil es viel Kapital braucht, dass es hier Kapitalmangel gibt. Es gibt keinen Kapitalmangel. Ja, in den letzten 4 Jahren, als man eine Regierung hatte, die auf einer Plattform lief, ja, hat es unsere Auslandsverschuldung verdoppelt. Wie kann man das machen? Durch 3 Dinge. Einmal diese Finanzierung für eine neue Eisenbahn. Die Regierung hatte eine Eisenbahn versprochen bis 2013. Jetzt wird das angeschossen, 70 Milliarden Dollar. Der Präsident ist zu den Chinesen gegangen, hat da nochmal unterschrieben, hier weitere Kredite. Wir sind zum Markt gegangen, Eurobonds, und haben 3 Milliarden Dollar aufgenommen und haben eins davon geklaut, das ist noch nicht mal aufgefallen, die anderen 2 sind irgendwo versandet. Und dann noch 2, 3 Sachen. Als die Regierung vor 4 Jahren übernommen hat, war unsere Auslandsverschuldung 9 Milliarden. Jetzt ist es 18 Milliarden Dollar. Das ist nicht nur eine Verdopplung der Auslandsverschuldung, sondern auch eine Verdopplung der Inlandsverschuldung. Weil wir haben einen sehr wichtigen, großen Schuldenmarkt. Wenn wir unsere Schulden raten, dann haben wir 50% Auslandsverschuldung, 50% Inlandsverschuldung. Aber auch die Inlandsverschuldung gibt es auch jede Menge ausländische Beteiligung.
Und die Londoner wollen Zugriff zu diesen Vermögenswerten. Und die Afrikanische Entwicklungsbank hat sozusagen einen Schuldenindex. Und da kann man dann Infrastrukturbonds auflegen. Wenn. Und dann stellen die Anträge für jede Menge. Und dann gibt es Länder, die dann Reformen machen. Und das ist dann aber auch keine Atomphysik. Und sobald sie das dann machen, kommt das Kapital reingeflutet. Von überall. Aber viel von diesem Geld kommt nicht aus dem West. Also der Risiko ist unterschiedlich betrachtet. Ja, die Wahrnehmung von den Chinesen und Brasilien und Chinesen bezüglich Afrika ist ganz anders als diese Wahrnehmung von Afrika bezüglich des Risikos. Ja. Also die Frage ist also, ist afrikanische Investition riskant? Nein. Und ich schaue mir das von außen an. Was braucht Afrika? Wir brauchen eine andere Diskussion. Sie haben viel Wein in das, was Herr Schuknecht gesagt hat, geschüttet. Aber noch eine Frage. Wenn Sie an seiner Stelle wären, würden Sie diesen Plan einfach wegwerfen? Würden Sie sagen, das einfach fallen lassen oder würden Sie ihn neu schreiben? Ich habe diese Dokumente gelesen und habe mich gefragt, was ist die Triebkraft dahinter? Es wurde bereits gesagt, dass die Migration ein Grund ist. Das ist eigentlich wieder falsch, wenn man sich die Zahlen anschaut, woher die Migration kommt, aus welchen Regionen. Dann kann man sagen, ja, wir müssen uns der Sache stellen. Aber Afrika ist nicht das Problem. Es ist diese Historie, dass wir in Afrika investieren müssen. Und es bedarf eines rationaleren Ansatzes. Die andere Triebkraft dahinter ist die globale Welt. Hier scheinen wir wieder zum Merkantilismus zurückgefallen zu sein. China oder wenn ich mit Freunden in den USA spreche oder gesprochen habe, was Obama tun sollte, wurde gesagt, in der Landwirtschaft. Aber was sollte Herr Schuknecht mit dem Plan machen? Europa muss darüber aufhören nachzudenken, was Afrika braucht, sondern sagen, was haben wir davon in dieser neuen Welt? Wie handeln wir mit anderen Regionen, mit Afrika? Wie nutzen wir diese Investitionsmöglichkeiten? Ist der afrikanische Handel mit China so schnell gewachsen in den letzten 10 Jahren, während der afrikanische Handel mit Europa gesunken ist? Diese Frage sollte man sich stellen, dann sieht man die reale Welt. Dann wird man sagen, die Welt hat sich verändert. Wir sitzen nicht mehr am Steuer. Herr Schuknecht, das war eine Menge Ideen, altmodisch, nicht nützlich für den Bedarf von Afrika. Was machen Sie mit dem Plan? Es ist gut, die afrikanische Perspektive zu hören, zumindest eine Sichtweise. Und auch, dass man daran erinnert wird, dass man bescheiden sein muss. Unsere Initiative wird die Welt nicht retten. Und in 5 Jahren werden wir nicht sagen, aufgrund der deutschen Initiative ist Afrika heute ein reicher Kontinent.
Doch, ich glaube, wir haben diese Initiative auf den Teststand gestellt. Erst einmal ist sie bedarfsgetrieben. Es sind 5 Länder, die Interesse daran haben. Und das sind nicht Länder, die dafür bekannt sind, dass sie die Dollarzeichen in den Augen haben und das Geld nehmen und nur schnell weg damit. Das sind Länder, die ihre Länder entwickeln wollen. Sie haben funktionierende Institutionen, eine funktionierende Privatwirtschaft. Die Tatsache, das zeigt, dass die afrikanischen Länder diese Initiative wollen, und das ist ja schon mal kein schlechtes Zeichen. Der zweite Punkt, das wird mich wahrscheinlich hier nicht sehr populär machen. Ich glaube, eine Initiative, die Waffen verteilt, ist nicht gut. Hier geht es um Investitionen, und bei Investitionen geht es um Profit, Profit für die Investoren, und die Ergebnisse dieses Profits sind in einer guten Welt, haben die positive Wechselwirkung zwischen Investitionen, Wachstum, Institutionen. Das heißt, es geht um Profit. Ich bin auch der Meinung wie David, dass die Europäer und die deutschen Investor davon lernen können, dass Dinge, die wir als risikobehaftet sehen, andere als nicht riskant ansehen. Aber ich glaube, ein kleines Unternehmen in Afrika, das 20% Zinsen bezahlen muss, weil die Finanzmärkte nicht entwickelt sind, dann verhindert das Investitionen, erfordert Margen, die so hoch sind, dass viele Investitionen gar nicht erst stattfinden, die stattfinden würden, wenn die realen Zinssätze und die Margen geringer wären. Also ich denke, man kann etwas tun, um das Investitionsumfeld zu verbessern und dann diesen Prozess in Bewegung zu setzen. Es stimmt, es gibt ein Risiko, dass der Prozess und die Initiative übernommen wird von, ich möchte nicht von neokolonialem Denken, sondern von altmodischem Denken sprechen. Das heißt, die Hilfsindustrie subventionieren. Das sind Dinge, die es gibt. Und ich bin sicher, dass wir das auch nicht 100% ausschließen können. Wir haben versucht, den Prozess so aufzusetzen, dass die Europäer nicht am Steuer sitzen. Die Triebkräfte sind die Länder in Afrika, die sich beteiligen wollen. Sie müssen dann mit uns und den anderen Organisationen zusammenarbeiten. Sie müssen sagen, was sie wollen. Das sehe ich als zweites oder drittes Element, das sich anders ist als in der Vergangenheit. Ich kann sagen, bereits jetzt gibt es Diskussionen in den G20, ob Deutschland eine prominente Rolle spielen können, weil damals hier die Konferenz im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Es kann Frankreich und Großbritannien akzeptieren, dass Deutschland so eine Initiative macht und nicht sie. Ich glaube, die G20 ist der beste Ort. Es gibt Inder, die da sich daran beteiligt sind, Chinesen, Südafrika, die das auch für eine gute Idee halten. Viele Südafrikaner halten das auch für gut, weil ihre Inlandspolitik auch oft nicht ideal ist. Mit diesen Kommentaren
möchte ich sagen, wir versuchen zumindest eine Struktur zu schaffen, die einige der Probleme vermindert. Und was hat es damit zu tun, wenn unsere Wahrnehmung immer noch falsch ist, dass es zu wenig Kapital ist? David sagt doch, das ist nicht der Fall. Gestern haben wir gehört, dass Mauritius der größte Investor in Afrika ist. Wir nehmen immer noch wahr, dass Afrika Kapital braucht, während David sagt, es gibt Kapital. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es um die Rahmenbedingungen. Es geht nicht darum, noch mehr Geld zu geben. Es gibt genug Geld in den internationalen Organisationen, in unseren Entwicklungsbudgets oder in der Welt insgesamt. Aber was fehlt, ist Vertrauen, dass dieses Geld nützlich eingesetzt wird mit einer Zinsrate, die Sinn macht. Und das zeigt sich auch in der fehlenden Bereitschaft. David hat ja selbst gesagt, wir machen die richtigen Reformen und dann kommt das Geld. Kenia ist eins der besseren Länder, aber es gibt noch Länder, wo die Rolle der Privatwirtschaft noch nicht gut entwickelt ist. Und selbst wenn ich mir das eigene Land anschaue oder andere westlichen Länder, auch da bleibt noch eine Menge zu tun. David hat recht, es geht nicht darum, mehr Geld in den Kontinent zu pumpen. Oft hört man in Ministerien, wir brauchen einen größeren Haushalt. Deshalb ist es wahrscheinlich gut, die Initiative vom Finanzministerium ausgehen zu lassen, weil das Ministerium versucht, das Geld zusammenzuhalten. Vor 3 Wochen war Senegal das 16. Land, das neu in den Bondmarkt eingestiegen ist. Und das Angebot wurde überabonniert. Jeder hat gedacht, dass nach dem Zusammenbruch der Ölpreise die Geldflüsse austrocknen würden. Ich habe das Ganze noch mal überprüft, bevor ich hierher gekommen. Die kenianischen, die nigerischen Anleihen, die werden gehandelt unter dem Ausgabepreis. Das heißt, in Kenia sind es jetzt etwa 4%. Wenn wir noch einige Dinge richtigstellen, werden wir in der Lage sein, Geld aufzunehmen zu vernünftigen Bedingungen. Das sind die Märkte, wenn man zu den Märkten gehen kann. Wir sagen manchmal, die Menschen sind in der Zeit stecken geblieben werden. Wenn man in die zu den Märkten gehen kann, lernt man auch Disziplin. Es gibt einen großen Paradigmenwechsel von der Zeit des IWF. Und wenn man zum Markt gehen kann, kann man die Gelder selbst aufnehmen, eine Rendite erwirtschaften. Und die Regierung will natürlich das Ganze kontrollieren. Dann braucht man keine internationalen Organisationen, weil der Markt einem ganz genau sagen wird, was zu tun ist. Wenn man verhandeln kann, einen Kredit mit dem IWF, da braucht man ein Jahr dazu, das zu verhandeln. Auf dem Markt bekommt man die Mittel sofort und es gibt auch chinesisches Kapital. Die sehen nicht dieselben Risiken.
wenn man all diese Portfolios hat, diese unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten, dann geht es nicht so sehr darum, Kapital zu finden, sondern ob man die richtigen Pläne hat, wie man es einsetzt. Das ist genau der Punkt, den wir diskutieren sollen. Wohin sollte das Kapital fließen? Einige der Kritik dieser Pläne oder der afrikanischen Entwicklungspläne, die klingen wie in den 60er Jahren, große Staudämme, große Straßen. Ist da was dran an diesem Argument, dass das altmodischer Ansatz ist? Infrastruktur ist ein sehr wichtiges Element für die Entwicklung eines Landes. Ohne Energie, ohne Straßen, ohne Abfallbeseitigungssysteme ist es sehr schwierig, eine moderne Wirtschaft zu entwickeln. Und viele der Investitionen sind sehr voluminös. Ich glaube, es hat nichts mit dem Denkweise der 60er Jahre zu tun. Also wenn man eine Autobahn bauen will, dann ist das etwas Voluminöses. Und damit kann man nicht so umgehen wie mit einer Privatinvestition. Es muss genau geplant werden und dann kann private Investitionen hinzukommen. Manche können auch durch Nutzergebühren finanziert werden. Das ist also weit weg von den 60er Jahren, wo alles in den Händen der Regierung lag und die Privatwirtschaft gar keine Mitsprache hatte. Und dann kommt die Privatwirtschaft ins Spiel und kleine, mittlere Unternehmen oder auch große Unternehmen, was sie in einem Land machen, hat nichts damit zu tun, was die Regierung sagt. So, wir brauchen Schulen oder IT-Dienstleistungen. Die Regierung kann die Rahmenbedingungen verbessern, kann die Eigentumsrechte garantieren, aber die Regierung wird nicht sagen, sie müssen nächstes Jahr 10.000 Shirts oder Stühle produzieren. Diese marktgetriebene Entwicklung ist von entscheidender Bedeutung und das ist auch anders als in den 60er Jahren. Damals hat man das nicht verstanden. Ich glaube, wir haben eine Menge erreicht. Was denken Sie? Sie haben gesagt, die Wahrnehmung stimmt nicht, dass Afrika durch diese schmutzige Industrialisierungsphase gehen muss. In Kenia wurde die Regierung vor 4 Jahren gewählt und ihr Programm bezog sich auf die Infrastruktur. Und das Programm ist also wirklich Back to Basis. Unser Flaggschiffprogramm ist die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion und die Verbesserung der Infrastruktur. Wenn sich die Länder demokratisieren, werden die Regierungen mit unterschiedlichen Programmen gewählt. Die Vorstellung, dass es eine langfristige Agenda ist, die stammt aus der Vergangenheit, wo man einen Präsidenten hatte, der lebenslang an der Macht war. Tansania hat auch ein EPA unterzeichnet. Sie hatten eine Wahl. Der neue Präsident hat gesagt, das machen wir nicht weiter. Sie sagen also, es gibt unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Entwicklungskonzepten. Auch in Afrika gibt es unterschiedliche Entwicklungskonzepte. Die
Politiken stehen im Wettbewerb. Einige Leute wollen dieses, eine andere Gruppe etwas anderes und Leute in Berlin, glauben Sie, planen für diese Menschen. Auch in Berlin gibt es unterschiedliche Ansichten. Ja, das sehe ich und genau darum geht es mir. Menschen, die irgendwie in der Vergangenheit stecken geblieben sind. Die nigerianische Regierung hat heute ein ganz anderes Programm als in der Vergangenheit. Ich habe in Großbritannien studiert. Es gab da erst die konservative Regierung, die alles privatisiert hat. Die nächste hat es wieder nationalisiert. Ihr Plan geht davon aus, dass es ein neutrales Entwicklungskonzept gibt. Ich glaube, dieses in der Vergangenheit stecken geblieben, das führt am Problem vorbei. Man braucht beides. Man braucht Infrastruktur und die unterschiedliche, die Entwicklung. Was David sagt, ist konkreter, die Landwirtschaft muss produktiver werden, auch die Verarbeitung muss besser werden. Sie formulieren das weitaus geschickter und klüger, aber ich glaube eigentlich, meinen wir dasselbe. Es gibt natürlich das Problem der Kontinuität. Wenn man eine Straße baut und nach 80% aufhört, gibt es keinen Nutzen daraus. Das heißt, es geht um Kontinuität, aber unterschiedliche Regierungen, unterschiedliche Parteien haben unterschiedliche Prioritätenprogramme. In den 70ern gab es große Infrastrukturprogramme und dann wurde kaum noch etwas getan zur Straßeninfrastruktur. Dann ging es mehr um grüne Infrastruktur. Ich kenne die Situation in den afrikanischen Ländern nicht gut genug, aber ich weiß, dass es Unterschiede gibt. Ich weiß, dass Kenia weit mehr fortgeschritten ist als andere. Die Initiative, die auf dem Tisch liegt, wird nicht frei von den Problemen sein, die Sie angesprochen haben, dass die Regierung die falschen Prioritäten setzt. Eine Regierung kann sagen, wir wollen uns konzentrieren auf Energie, Infrastruktur, weil wir nicht genug Energie haben, so dass es nicht möglich ist, dass die Produkte auf den Markt kommen. Wir hoffen, dass das stimmt, aber wir als die G20-Präsidentschaft können das nicht kontrollieren. Wir hoffen, dass diese Länderteams das mehr oder weniger richtig festlegen und dass das einen Beitrag leistet zum politischen Prozess, so dass sie auch in der Politik die richtigen Prioritäten setzen und es nicht so weniger interessengetriebene Agendas gibt, die dann zurückgefahren werden müssen. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiter diskutieren, aber jetzt möchte ich gerne die Diskussion eröffnen. Sie können Deutsch oder Englisch die Fragen stellen. Bitte fassen Sie sich kurz, Sie zuerst, bitte, weil das Mikro da ist. If you could present yourself. Und bitte stellen Sie sich kurz vor. Claudia Simons, ich glaube, Sie kennen mich bereits, Sie Referentin Afrika, HBS. Eine Frage, die ich an Sie habe, Herr Schuknecht. Das letzte Mal konnte ich Ihnen die Frage nicht stellen. Sie sprechen von Reform-Champions, Transformation des institutionellen Rahmens und zwei Länder, die Compact-Länder sind, Uganda und Äthiopien. Und ich finde es interessant, dass es, denn das sind ja Reform-Champions, sehr starke Institutionen, Geschäftsklima. Wer
nach Geschäfte machen will in Afrika, der geht nach Ruanda. Aber was die Menschenrechte angeht, ist das sehr schwierig dort. Dann Reform-Champion. Gilt das nur für Geschäftsklima oder auch für Menschenrechte, soziale und ökologische Nachhaltigkeit? Dann haben wir eine Dame gleich neben Ihnen. Wer ist da? Können Sie das Mikrofon dahin geben, wo gleich neben der die Handzeichen? Ja, ist keine Dame, aber ein Herr. Können Sie mich hören? Ja. Zwei Fragen an Herrn Schuke, nicht was den Compact with Africa angeht. Die Idee dahinter ist ja so, das sind ja starke Länder, diese Compact-Staaten. Und die Idee, vermute ich mal, die dahinter steckt, ist, Investitionen zu hebeln, sodass diese Investitionen auch stabilisierend sind und dass diese Länder auch stabilisierend sind für die Nachbarländer. Würden es dann nicht auch Sinn machen, die am wenigsten entwickelten Länder und fragilen Staaten in diese Kompaktstaatenliste aufzunehmen, denn die können ja auch eine Quelle von Destabilisierung sein, sodass dann dieser Destabilisierungsprozess gestoppt wird durch dieses Instrument. Und die andere Frage, letztes Wochenende hatten wir G7-Gipfel, der in vielerlei Hinsicht ein Desaster war. Sind Sie nicht auch ängstlich, dass ein Afrika-Thema, das keine große Priorität für die US-Administration hat, dass da das Gleiche passieren könnte, sodass es dann wirklich kein verwertbares Ergebnis gibt bei G20? Dann haben wir hier noch vielleicht eine Frage. Können Sie da das Mikrofon nochmal hin? Erste Reihe vorne, glaube ich. Da kommt auch schon was. Ja, vielen Dank. Vier Teile. Für meine Frage ist vierteilig. Ich bin Herr Ntunzi aus Südafrika. Ich bin einer der B20, einer der Vorsitzenden für Arbeit und Bildung unter anderem. Herr Schuknecht, vieles, was David gesagt hat, dem stimme ich zu. Wir haben diese Beziehung zur Agenda 2023. Ist das die deutsche Wahrnehmung afrikanischer Hoffnungen? Ja, wichtige Frage, denn Sie haben es ja gemacht, aber wir wissen nicht, dass es da irgendwelche Konsultationen gab mit Afrikanern im Raum. Wenn Sie sagen, es ist ein Kompakt, nicht für Afrika, sondern mit Afrika. Für viele klingt das doch rhetorisch, weil es eben vorbereitet wurde ohne Afrika, wobei Sie jetzt betonen mit Afrika. Wie haben Sie es den anderen Ländern in der G20 verkauft? Südafrika hat das beobachtet und hat sich da noch nicht offiziell geäußert. Wir denken, dass es für Afrika ist, habe ich gerade eine SMS von meinen Regierungsleuten gehört. Jetzt gehen wir nach Argentinien, dann ändert sich die Agenda wieder. Wie kann man sicherstellen, dass es ein G20-Prozess ist, anstelle eines deutschen Prozesses? Wir hören, Sie haben ja sich beraten mit Deutschen, die zu dem Thema arbeiten. Wenn das stimmt, wie sieht es aus? Wäre es nicht besser, mit afrikanischen Beratern zu arbeiten? Wäre es nicht besser, mit solchen zu arbeiten, als anzunehmen, dass deutsche Berater die Probleme vor Ort verstehen? Und dann ist es nicht ein glücklicher Zufall zusammen mit den Wahlen? Oder geht das dann nach den deutschen Wahlen noch weiter? Ja, viele schwierige Fragen an Herrn Schuknecht. Ja, viele Fragen, in der Tat. Ich fühle mich nur moderat ermutigt durch die Fragen, muss ich zugeben. Und wenn es nicht wegen der Unterstützung der afrikanischen Länder wäre, würde ich mich fragen, ob Sie stimmen.
ob sie richtig liegen. Aber vielleicht fangen wir an mit dem Menschenrechtspunkt. Ja, wichtiger Punkt. Sollte man Selektionskriterien haben für die Länder, die man auswählt? Und das hat dann auch mit zu tun, fragil versus mehr entwickelte Staaten. Die G20 ist sehr heterogen. Da sind ja nicht nur westliche Demokratien an Bord. Und hätten Sie eine Debatte gestartet, wer teilnehmen kann, dann könnte man das auch auf die Mitgliedschaft der G20 selbst dann erweitern, diese Kriterien. Das Mandat der Gruppe ist ja eng, nämlich private Investitionen. Das wurde absichtlich so gewählt, um eine Deideologisierung zu bekommen. Menschenrecht ist, denke ich, ein gutes Motiv. Ob das ein Qualitätskriterium ist, ein Qualifizierungskriterium ist. Aber wenn wir die Geschichte betrachten, rückwärtsgewandtes Denken betrachten, und selbst in unserer Regierung ist es so, dass wir nicht mal die Kriterien innerhalb der deutschen Regierung vereinbart hätten können, nicht abgesehen mal von der G20. Wir wollten, dass eine Initiative mit Afrika sein. Wir als Europäer hätten wahrscheinlich eine Gruppe definiert, die eher bei Null gelegen wäre, wahrscheinlich dann am Schluss. Das Geschäft ist sehr viel neutraler. In Deutschland war die Politik auch mal neutraler. Wir haben auch mit Ostdeutschland gehandelt, als die noch Kommunisten waren. Und die Idee war sozusagen Wandel durch Handel. Und hier könnte man jetzt sagen, durch Investitionen. Und das glaube ich stark. Wenn Länder sich entwickeln und reicher werden, dann ist es schwieriger, eine Diktatur aufrechtzuerhalten unter solchen Bedingungen. Das ist meine Meinung. Die CWA-Länder, dass sie die Nachbarn stabilisieren, hoffen wir, es ist ein guter Effekt. Die von Ihnen, die den Jordan Compact kennen, Jordanien Compact, denn der Fallout von den Migranten ist ja und Flüchtlingen ist ein ganz wichtiges Element dabei. Wenn eine Initiative dann erfolgreich ist, wenn der Ansatz erfolgreich ist, nach einer Weile, dann wird es wahrscheinlich mehr Interesse auch von fragilen Staaten geben. Im Moment haben wir dieses Interesse nicht kommuniziert bekommen. Denn die Vorbedingungen, um private Investitionen zu bekommen, werden nicht erfüllt. Aber sobald es dann mehr Erfahrung gibt, sobald wir sehen, dass das Modell arbeitet oder unter welchen Bedingungen funktioniert ist, dann könnte man natürlich sich vorstellen, gut, wenn es jetzt Länder gibt wie Niger oder Mali, wenn die sagen, hör mal, wir wollen das auch machen. Deutschland zumindest, das Bundesfinanzministerium als G20-Präsidentschaft würde da nichts gegen haben. Was jetzt die USA angeht, wichtiger Punkt. Das ist sicher nicht die erste strategische Priorität der USA. Aber unsere Kollegen im Finanzministerium unterstützen, im US-amerikanischen, unterstützen dies. Auch wenn sie das nicht führend vorantreiben würden. Und wenn man sozusagen die Ownership unterstützen wollen, wäre es und ist es besser, wenn die Vereinigten Staaten eine weniger aktive Rolle in diesem Zusammenhang verfolgen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute es mögen, was auch immer wir machen, einfach nicht gut ist. Da wälzt man sich dann drin.
Das ist, hat nicht die richtigen Standards. Aber wir haben eine Initiative, die versucht, von den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Und ein Fehler der Vergangenheit war wahrscheinlich auch, dass da nicht genug Teilhabe von den Leuten kam, mit denen, um denen es hier geht. Und was die Konsultation angeht, hat das Verfahren auch die afrikanischen Kompaktländer sehr eng mit eingebunden. Als die uns kontaktierten und die internationalen Organisationen, und dann ging es los mit einem Dialog, ob diese Initiative irgendwie was Brauchbares für sind. Wir als deutsche Präsidentschaft können das nicht machen. Südafrika, das die Bundesfinanzminister, die Finanzministeriumsvertreter werden kommen nächste Woche. Wahrscheinlich kommen ihre Informanten nicht aus dem Finanzministerium in Südafrika. Die werden sehr prominente Rolle spielen bei der G20 in diesem Zusammenhang. Sie werden also auch kommen. Und ich werde jetzt auch nicht die Details darlegen, wie die G20 organisiert ist, aber sie werden eine sehr prominente Rolle übernehmen und haben uns auch schon um Unterstützung gebeten. Und wir haben auch, arbeiten auch mit den Argentiniern daran, um die Kontinuität zu gewährleisten. Kontinuität ist ganz wichtig. Und Argentinien ist so wie mit den USA. Das sind keine Nachbarländer der Afrikaner. Deswegen ist das Interesse auch nicht so groß. Aber man hat dann eine globale Perspektive mit dieser Initiative, denke ich. Und für Argentinien ist das vielleicht weniger interessant, aber Sie sehen, dass es eine wichtige Initiative ist. Und wir haben auch viel Unterstützung seitens China, denn China, die sind ja auch durch einen Zyklus gelaufen. Jemand hat das ja schon, Sie haben das ja erwähnt, diese Eisenbahn, die mitten ins Land gestellt worden ist, ohne Berücksichtigung lokaler Anforderungen, einzig die Finanzierung war interessant. Und in China geht auch viel Wandel vonstatten. Und deren Modell hat ja auch nur beschränkten Erfolg. Das heißt, wir sehen auch hier, dass China sehr interessiert ist an dieser Initiative, und wir hoffen, dass sie auch Teil, ein Partner dieser Compact-Länder werden wird. Das heißt, wir haben versucht, einige ihrer sehr berechtigten Bedenken zu berücksichtigen. Und dass es nicht eine nochmal eine neue Initiative alten Zuschnitts ist. Aber nur die Zeit wird zeigen, wie erfolgreich das ist. Ja, vielen Dank. Wo ist jetzt das Mikrofon? Da ist ganz vorne jemand. Dann haben wir im hinteren Bereich ein paar Fragen nachher. Ja, vielen Dank David, vielen Dank Ludger. Kommen Sie, können Sie uns erklären, wo Sie herkommen? Ich dachte, dass jeder jetzt wusste, dass ich aus Kamerun komme, weil ich im vorherigen Podium saß. Ich bin Martin Tsunko, Vorsitzender der Africa Development Interchange Network. Wie kommt man von der Vergangenheit? David hat ja gesagt, Europa ist afrikanische Geschichte. Und ich versuche jetzt herauszufinden, wie man aus dieser Vergangenheit sich lösen kann, springen kann sozusagen und in der Zukunft Afrikas landen kann. Mit sowas. Wenn man das nicht zu einem echten Gespräch macht mit denen, die auf denen in diesem Plan abgezielt ist, und ich sehe das ja immer mit in dem Plan, wenn Sie sagen, Sie machen es für Afrika, nein, wir machen es mit Afrika, sagen Sie dann immer. Aber vielleicht gibt es ja doch einige Aspekte, dass man das für Afrika gemacht hat. Wie kann man das denn jetzt ändern? Das heißt,
Ich verwende Ihre Worte. Wie kann man es nützlich machen? Ich verwende damit Ihre Terminologie. Wir wollen ja die Fehler, die wir vor 50 Jahren gemacht haben, nicht wiederholen. Das heißt, wie kommt man in die Zukunft Afrikas? Wie kann man da reinspringen mit diesem Plan? Wie flexibel kann man den machen, sodass man wirklich in die Zukunft kommt? Herr Schulknecht, vielleicht sollten Sie einige zum Mittagessen einladen hier, der Leute, die hier im Podium sitzen, auf dem Publikum sitzen, damit sie noch ein bisschen Input bekommen für ihren Plan. Ja, um den Compact mit Afrika zu befördern, hat Deutschland die Weltbank gebeten, einen Modellvertrag für PPP auszuhelfen. Und die Weltbank wird diesen Modellvertrag Ihnen ja zur Verfügung stellen vor dem Gipfel. Wir hatten ja ein paar Rechtsteams in Washington, D.C., die verglichen haben den Vertrag mit internationalen Investitionsabkommen. Und wir haben herausgefunden, dass es da viel mehr Last auf den Staaten liegt. Es erlaubt Klagen bei Streiks oder Protests, wenn Projekte verzögert werden. Es wird einen Brief geben, den wir an Sie schicken werden. Und da fordern wir Sie auf, da bitten wir Sie, diese Arbeit der World Bank zurückzuweisen oder zu verzögern, bis es eine weitere Konsultation gegeben hat zu diesen Musterverträgen. Und wenn Sie im Panel in Washington sind, zum Business 20, mit dem Minister von Ruanda, der hat ja gesagt, ja, wir stehen zum Compact with Africa, wir sind für Investitionen, um das zu beweisen, erlauben wir Investoren, ein Geschäft in Ruanda aufzumachen in 6 Stunden, nicht 6 Tage, sondern in 6 Stunden ein Unternehmen zu gründen. Das hat mit Due Diligence nichts zu tun, mit sorgfältiger Prüfung. Da muss ein ausgewogenes Interesse zwischen Investoren und Staaten. Wir haben ja noch 5 Minuten und wir wollen, dass Herr Schulknecht antwortet. Können Sie also ganz kurz noch fragen, bitte? Ja, vielen Dank, Reinhard Pahn, für Brot für die Welt. David, ich habe, Entschuldigung, eine Frage an Herrn Schulknecht. Sie hatten gesagt, dass es zur Agenda 2063 einen Beitrag leistet. Gibt es da einen Inhalt zur nachhaltigen Entwicklung? Wie ist das? Gibt es da bilaterale Beiträge für Abbau von Armut, für strukturelle Anpassung? Und wie macht das Sinn für Sozial- und Menschenrechtsstandards? Ja, vielleicht für den anderen Herrn auch noch die Chance, eine Frage zu stellen. Bitte kurz fassen. Zeit ist wirklich eine Beschränkung, da kann ich nichts machen. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich habe das Gefühl gehabt, Herr Schulknecht, Sie haben gesagt, das ist Nachfrage gesteuert. Wer mit wem? Und dann fand ich da eine interessante Frage, ist Europa eigentlich überflüssig? Denn David hat ja gesagt, Europa brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wer geht jetzt mit wem um? Und wenn wir die Frage ja früher gehört haben, Herr Schulknecht, Sie haben gesagt, aus der deutschen Seite ist der Marshallplan der größere Rahmen und was wir im Compact mit Afrika machen, ist Fokus auf Investitionen. Aber dann, was die Regierungsfrage an, dann geht es dann um Menschenrechte und dann sagen wir, ja, schon in G20 können wir uns nicht vereinbaren. Und dann ist die Frage, ist Europa nicht obsolet, weil wir gar keine Werte mehr einbringen in die Diskussion, nicht mal in der G20. Und dann die Frage, ist Europa dann obsolet, wenn die Europäer nach Valletta eingeladen haben und die Afrikaner haben dann gesagt, mehr Geld auf dem Tisch und dann stimmen wir zu, nur als Beispiel. Einige Leute gucken mich jetzt sehr, sehr, sehr ärgerlich an. 2 Minuten für Sie, 2 Minuten für Sie.
Ja, ob die Initiative zu Investitionen führt, das wird der Lackmustest sein. In private Investitionen, in die Infrastruktur, in die Wirtschaft. Das ist der Test. Was machen wir? Wir helfen Regierungsleute von den Compact-Ländern mit Privatinvestoren zusammenbringen. Das ist praktisch der wichtigste Beitrag. Und die Tatsache, dass wir ermutigen, dass der Ansatz umfassend ist. Wenn ich mit afrikanischen Führern spreche, dann sagen die alle, die Fragmentierung ist ein großes Problem. Und diese zwei Dinge, ja, und dann ob europäische Investoren oder andere das ausnutzen, ja, wenn wir keine mutigen Leute in unserem Kontinent haben, dann werden Investoren aus anderen Ländern die Chancen nutzen, wenn sie sich bieten. Und das ist okay. Und wenn in diesem Sinne Europa obsolet ist, dann ist das okay, dann ist das eben so. Aber für deutsche Investoren, denke ich, ist das eine sehr gute Chance. Sie waren sehr erfolgreich in Asien. Warum sollten sie sich also nicht nach Afrika auch orientieren und den Moment nutzen? Das ist dann an Ihnen, an den Investoren. Und die Frage mit dem Modellvertrag und der Beziehung zwischen Regierungen und den Bürgern, das ist zu komplex, das jetzt detailliert zu diskutieren. Ich stimme ihm zu, dass wir da eine Ausgewogenheit haben, aber Bürokratie ist immer ein Hindernis und man kann Business kontrollieren, indem man sie monitort und dass sie dann gesetzestreu sind und die der Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, wenn Investitionen zu Arbeitsplätzen führt und Arbeitsplätze Steueraufkommen generieren, die Bildung finanzieren, helfen und die dann Straßen und was auch immer dann finanzieren, dann ist das die Grundlage für nachhaltige Entwicklung. Denn ohne funktionierende Wirtschaft wird man keine nachhaltige Entwicklung kriegen. Insofern würde ich sagen, brauchen wir Europa für all das? Nein, es ist ein Zufall, dass Deutschland als Präsidentschaft der G20 diese Initiative gestartet hat. Hätte auch die Türkei gewesen sein oder die USA oder wer auch immer. David, was ist Ihr? Ja, verschiedene Punkte. Was braucht Afrika? Wenn ich mir Afrika anschaue, Afrika ist riesig, ich gucke mir immer nur einen Teil an. Jemand hat mal ein Buch geschrieben über Recognitions, ich liebe das. Ja. Gibt es Ausbrüche, politische. Die politische Transformation ist ganz wichtig, das Wichtigste in Afrika. Ich habe 25 Jahre, ich habe Wirtschaft vor 25 Jahren vergessen. Wenn Politik, wenn was verändert werden kann, dann nur mit Politik, habe ich erkannt vor 25 Jahren. Die fundamentalste Entwicklung, die Afrika braucht, ist eine politische Entwicklung. Und das können nur wir. Wenn ich mir die Kollegen anschaue, die nicht in Entwicklungszusammenarbeit, dann sehen wir Ghana, das weitere Schritte macht und dann Gambia. Und dann, welche Länder führen dann in Afrika? Weiß ich nicht. Wirtschaftliche, politische, soziale Entwicklung, Ghana und so weiter. Wer sind die Väter? Dahinter ist Ruanda und Äthiopien. Das ist mein Kontinuum afrikanischer Entwicklung. Wir haben ja schon demokratisiert, aber wir haben immer noch die alte politische Ordnung. Ich hoffe, dass diese Wahl eine volle Transition bringt und dass wir dann Ghana folgen können. Ja. Sobald wir eine kritische Masse afrikanischer, demokratischer Länder haben. Schauen Sie sich die Leute an. Das sind die Leute, die externe Legitimierung brauchen, weil sie keine interne Legitimierung haben. Das sind diese Kompaktländer.
Zweitens, was Europa angeht. Europa ist natürlich nicht obsolet, aber Folgendes passiert. Wenn wir unsere Beziehungen anschauen, afrikanische Beziehung war disproportional. 60% haben wir gehandelt mit Europa. Wir hätten das nicht machen sollen. Es sei denn, es gibt diese kolonialen Verbindungen. Jetzt in COMESA und in der EEC und da haben wir jetzt mehr mit anderen Ländern Handel als mit Europa. Und in diese Richtung wollen wir mehr gehen. Ja, wir hätten dabei die EPAs haben versucht, Herrschen und Teilen durchzusetzen. Aber EEC ist viel wichtiger. Europäischer Handel ist wichtig für Kenia, aber ist nicht so wichtig für die anderen afrikanischen Länder. Also was machen wir? Wir werden die Loser sein, wenn wir den EPA nicht unterzeichnen. Aber für uns ist die regionale Integration schlussendlich wichtig. Mein Vorschlag ist, wenn wir die Wahl gewinnen, gehen wir raus aus den Verträgen und dann werden wir versuchen, mit dem Golfkooperationsrat eine Freihandelsvereinbarung einschließen, sodass wir an diese Leute dort exportieren, sodass wir dann in der globalisierten besser aufgestellt sind. Europa muss verstehen, dass wir nicht mehr in einer Welt der Partnerschaften sind. Wir sind in einer Welt der Transaktionen. Mit wem transaktioniert man? Deswegen ist Partnerschaft sozusagen Vergangenheit. Das war die finale Schlussbemerkung. Beide waren ja sehr offen und sehr engagiert in dieser Debatte. Ich habe das sehr gemocht. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank für die Provokation. Es gibt hier keinen Mangel an Kapital, sondern einen Mangel an Zeit. Wir hätten noch mehr über die EPAs sprechen können, vielleicht bei einer späteren Konferenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, Sie bleiben noch eine Weile hier. Wenn es noch weitere Fragen gibt, dann gibt es noch bilaterale Gesprächsmöglichkeiten. Und jetzt gibt es Mittagessen unten. Ja, guten Appetit.